Und der Master-Test ist natürlich hier die Schraube gewesen. Was? Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und hier haben wir sie. Hier haben wir die stärksten Akkuschrauber ihrer jeweiligen Marken auf dem Tisch. Von 126 bis 150 Newtonmeter haben wir hier verschiedene Geräte. In Summe schaffen sie alle zusammen, haben wir 811 Newtonmeter. Und die werden wir heute durch einen harten Testparcours jagen. Und hinterher wirst du wissen, welcher vielleicht der richtige für dich ist. Und natürlich gibt es heute auch wieder etwas zu verlosen. Beim letzten Mal haben wir ja den Bosch verlost vor kurzem. Also ist jetzt Metabo dran. Und zwar alles, was du dazu machen musst, um ihn hier zu gewinnen, ist einfach mit uns in den Kommentaren unten zu kommentieren. Und vielleicht schreibst du einfach mal in die Kommentare, wer aus deiner Sicht der Gewinner ist und warum. Zum Anfang war erstmal der Hinweis, heute haben wir ein anderes Video sogar als sonst, denn wir haben den Test diesmal schon gedreht und machen jetzt erst den Rest, weil es fühlte sich für mich besser an, um euch auch entsprechend schon ja, die richtigen Informationen und die Sachen, die euch darauf hinführen, was vielleicht das beste Gerät ist, schon am Anfang euch mitgeben zu können. Aber erst einmal, was wir, und deswegen sieht das übrigens so aus, ja, also wenn ihr wissen wollt, wie das entstanden ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn ihr wissen wollt, wer diese 1 Meter lange Schraube versenkt hat und wer nicht, dann bleibt dran. Denn 3 von Ihnen hier haben es geschafft, 3 leider nicht. Welche es sind, ist sehr spannend. So, aber was für Geräte haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier keine normalen Akkuschrauber, sondern wir haben Akkuschlagbohrschrauber. Das heißt, alle Geräte, die wir haben, haben eine Schlagfunktion zusätzlich, sodass wir, ihr hört das hier, ja, normale Akkuschrauber oder... Ja, wir haben hier auch die Möglichkeit, entsprechend einfache Arbeiten in Stein zu verrichten. Ich möchte euch aber nochmal auf eine Sache hinweisen. Wir haben jeweils die stärksten Vertreter. Ja, wir haben hier über 100 Newtonmeter in jedem einzelnen Akkuschrauber. Wenn ihr die Akkuschrauber benutzt, wenn ihr solche Geräte benutzt, bitte bedenkt immer, wenn ihr sowas hier benutzt, einen 68 mm Forstner Bohrer, dann haltet ihr es auf jeden Fall nicht mehr einfach so. Jetzt schauen wir uns aber mal Folgendes an, und zwar, wer denn hier eigentlich am meisten Kraft? Wie ihr es gewohnt seid, habe ich das Ganze hier entsprechend sortiert. Hier vom stärksten bis zum schwächsten. Aber, na, da kommen wir gleich noch dazu. Also erst einmal, wir haben hier bei Bosch 150 Newtonmeter. Hier beim 40 Volt von Makita haben wir 140 Newtonmeter. 135 Newtonmeter, 130 Newtonmeter, 130 Newtonmeter und 126 Newtonmeter. Aber, und das ist der Vorteil, dass ich das Video oder dass ich einen Test schon gemacht habe, lasst euch nicht davon täuschen. Denn eine Sache kann ich schon mal vorweg sagen, DEWALT ist nicht der Schwächste hier im Test. Also bei weitem nicht. Das heißt also, es ist auch immer die Frage, wie wird dann dieser Wert eigentlich gemessen? Ja, wer misst das? Wo misst man das? Unter welchen Umständen? Unter wie auch immer? Ja, das ist wirklich scheinbar sehr interessant oder sehr interessant gemessen, denn die Werte der Geräte passen auf jeden Fall hier nicht zu den Newtonmeter-Angaben. Und jetzt schauen wir uns mal den Preis an. Auch hier haben wir natürlich das Ganze wieder nach dem Preis sortiert, wobei es hier eine klare Zwei-Klassengesellschaft gibt. Vorher nochmal der Hinweis, schaut unten einfach mal in die Videobeschreibung in den ehrlichen Preisvergleich oder auf gotools.de, denn es gibt hier in so
vielen verschiedenen Varianten zu kaufen, mit Akku, ohne Akku, mit Akku und oder mit verschiedenen Akkus und so weiter und so fort. Schau doch ruhig mal da unten rein in die Videobeschreibung, dann findest du das Passende für dich. Jetzt aber erst einmal der Hinweis, die Preise, die ich gleich nenne, sind für das Solo-Gerät. Das heißt rein für das Gerät, ohne Akku, ohne alles. Und jetzt die eben schon genannte Zweiklassengesellschaft. Diese Geräte hier, wir nehmen den hier mal ruhig mal hier nach oben. Diese Geräte, die wir hier sehen, liegen alle im Preisbereich zwischen den günstigsten 200 Euro, ja, der 40 Volt kostet nur rund 200 Euro, und rund 235, 240 Euro, so in diesem Range. Das heißt, hier sollte der Preis für die Kaufentscheidung eigentlich keine Rolle spielen. Bei 150C ist es so, dass der aktuelle Preis so im Bereich beim Solo-Gerät, ja, also auch hier bei 300 Euro liegt. Aber das Gerät ist noch so neu auf dem Markt, das wird sich sicherlich auch noch einpendeln, sodass ihr am besten wirklich hierfür auch mal unten einen ehrlichen Preis vielleicht schaut, wenn ihr das Video seht. Aber jetzt müssen wir uns erstmal die Geräte anschauen und kommen wir erstmal zu einigen sehr wichtigen Funktionen. Nummer 1, sind die Geräte brushless? Ja, und zwar jedes einzelne. Das wäre aus meiner Sicht ist auch unerlässlich, damit die Motoren das Ganze aushalten. Also alle sind bürstenlos, dementsprechend auch effizient und so weiter und so fort. Nummer 2, das Thema Kickback. Und zwar Kickback-Control, das heißt bei jedem der Geräte so ein bisschen anders. Und ich sagte jetzt schon, nicht alle haben Kickback. Und hier ist es so, dass natürlich sehr wichtig ist, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ihr habt jetzt meinetwegen das Gerät hier am Machen. So, ihr solltet es ja auch mit dem Ganzen hier benutzen. Und jetzt habt ihr hier vorne, ich mach das mal gleich richtig. So, und ihr habt hier einen 68 mm Pfostenbohrer. Und jetzt seid ihr an der Wand und schraubt bzw. bohrt hier vor euch hin und der verkantet. Ihr habt den Vorteil bei dem hier, dass ihr den Griff habt, dass es nicht dann sofort so stark sein wird, aber trotzdem kann es sein, dass euch das auch aus der Hand geht oder dass es so stark ist, dass es euch trotzdem hier irgendwie so verdreht. Und das soll es nicht. Und dafür gibt es hier das sogenannte Kickback-Control. Das heißt, die Maschine stoppt in dem Moment, wenn es verkantet. Und hier gibt es sehr unterschiedliche Systeme, muss ich sagen, und auch sehr interessante Systeme. Und zwar zeige ich euch das mal bei jedem Einzelnen. Und schaut mal hier vorne drauf. Dazu machen wir am besten einen Fräsbohrer drauf. Achtet drauf, wie lange es dauert, bis er steht. Ja, es ist fast sofort, dass das Ganze hier angehalten wird. So sieht es bei Bosch aus. Ja. Jetzt Milwaukee. Nochmal. Beim zweiten Gang. Ihr seht, es hört sofort auf. Das ist wirklich eine Kupplung, die reinrauscht und dementsprechend dafür sorgt, dass es aufhört. Hier bei DEWALT keine Chance. Bei DEWALT ist es so, DEWALT hat diese Funktion in dem Gerät nicht. Auch Makita beim 18-Volt-Gerät, ja, bei dem 486, haben wir diese Funktion nicht. Bei Metabo haben wir sie und hier haben wir wirklich eine etwas andere Funktion. Naja, nicht anders, aber wir haben sie. Upsa. Wir haben das Ganze hier so drin, dass wir hier Folgendes machen. Sekunde, so. Du bekommst sogar noch ein Warnsignal. Nochmal. Ja, und es hört sofort auch auf. So wie in anderen drei Geräten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei Makita an. So. Nochmal.
Es ist jetzt hier so, dass es hier eben keinen sofortigen Stopp gibt, sondern die Maschine hat nur keine Kraft mehr. Was aber trotzdem dafür sorgt, dass er schon noch ein ganzes Stück weitergeht. Das ist zwar schon hier so eine Art Kickback-Control, aber auch nicht so richtig. Also nicht so richtig schön. Also ich muss sagen, hier finde ich sie zumindest in Summe am schwächsten, aber besser, dass es das gibt, als dass es das nicht gibt. Sodass wir sagen müssen, hier haben wir eine klare Zweiklassengesellschaft, ja, oder vielleicht eine Dreiklassengesellschaft, hier mit einem richtig guten Kickback, hier mit so irgendwas dazwischen und hier entsprechend nicht. Lass uns doch mal ganz kurz auf das Akkusystem schauen. Und auch hier ist es interessant, dass nicht unbedingt das stärkste oder die stärkeren Akkusysteme auch die stärkere Kraft bedeuten. Das werdet ihr nachher noch sehen. Denn wir haben hier bei Bosch das 18-Volt-System. Ganz wichtig bei Bosch ist Folgendes. Wir haben hier einen Pro-Core-Akku. Und der 150C ist dafür da, das ist ein Biturbo-Brushless-Gerät. Das heißt, hier in dem Gerät braucht ihr auch zwingend einen Pro-Core. Und die volle Leistung dieses Gerätes entfaltet das Gerät nur ab 5,5 Ampere pro Core, ab diesem Akku, den wir hier drin haben. Noch besser ist der 8er, aber ab dem 5,5er könnt ihr damit gut arbeiten. Ich habe hier irgendwo, glaube ich noch, hier habe ich einen 4 Ampere pro Core. Aus dem bekommt ihr nicht genügend, ja, wie sagt man so schön, nicht genügend Saft raus, um hier den wirklich ordentlich zu betreiben. Also achtet da bitte drauf. Ja. Dann schauen wir uns jetzt mal hier Milwaukee an. Ganz normales 18-Volt-Gerät ohne Probleme, ja, so wie ihr es kennt. Bei Metabo auch ganz normales 18-Volt, aber aus dem Kass-System. Ja. Falls ihr das Kass-System noch nicht kennt, verlinke ich dir mal hier oben, was das Ganze bedeutet. Hiermit auch kann man wunderbar arbeiten. Hier haben wir ein 40-Volt-System bei Makita, das nicht kompatibel ist zu 18-Volt und auch nicht zu 36. Also die Akkus hier, die ihr hier habt, könnt ihr nicht in andere Geräte einsetzen. Ja, das müsst ihr bedenken. Hier bei DEWALT haben wir hier ein 18-Volt-Gerät. Ja, das ist ein normales, hier, schaut mal hier, das ist ein normales 18-Volt-Gerät. Aber, ja, dass ihr so normal so betreiben könnt. So Standard, kein Problem. Aber ihr könnt das Gerät auch mit einem 54-Volt betreiben. Und da hat es entsprechend dann noch mehr Power. Und hier beim 18-Volt Makita ganz klassisch der 18-Volt Akku. Und vielleicht lasst uns doch einfach mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt einfach mal die Geräte durch und schauen uns die ganz kurz an. Hier beim Makita, beim 486, ja, dem neuesten Makita aus der neuesten Reihe, ist es so, dass hier eigentlich wirklich nichts überraschend Neues dran ist. Er hat einfach nur, ist das neueste Gerät mit der meisten Kraft. Ihr habt hier ganz normal die Möglichkeit, erster, zweiter Gang. Hier könnt ihr einstellen, dass er, ja, dass er hier bohren, also dass hier mit Schlagfunktion arbeitet. Moment, dass ihr hier, also Schlagfunktion. Dann habt ihr hier die Bohrfunktion und hier könnt ihr dann entsprechend mit der Rutschkupplung arbeiten. Ja? Jede Menge Einstellungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Was ihr hier nicht habt, das finde ich auch sehr schade, ihr könnt nicht sagen, ja, ich möchte jetzt hier mit 21 arbeiten und könnt dann auf Bohren umstellen, hier an irgendeinem Hebel, sondern müsst jedes Mal ja, das hier mühsam hin und her stellen. Ansonsten gibt es hier nichts groß zu sagen. Dann schauen wir uns das demnächst mal an. Kommen wir zu Makita 40 Volt. Hier ist es so, dass ihr die Drehmomentstufe, Moment, hier unten einstellt. Ihr könnt hier die Drehmomentstufe einstellen. Recht stufenlos, wirklich sehr fein das Ganze einstellen, bis auf Stufe 40. Ob man das wirklich jetzt so fein braucht, was muss jeder selbst entscheiden. Und dann könnt ihr dann noch sagen, wenn ich jetzt auf 15 jetzt hier habe, fixiere ich es. Ich kann jetzt hier nichts mehr verstellen und kann einfach sagen, okay, jetzt möchte ich bohren, schrauben, bohren, schrauben, bohren, schrauben. Das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Komfortfunktion. Das finde ich wirklich gut, weil sonst, wenn du nur einen Akkuschrauber hast und einen Akkuschrauber benutzt, dann hast du immer das Problem, dass du sonst hin und her schalten musst. Also nicht nur hier hin und her schalten, sondern auch deinen Drehmoment oder deine Rutschkupplung neu justieren musst. So, haben wir uns das angeschaut. Machen wir weiter bei... Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt machen wir weiter bei Metabo. Bei Metabo gibt es einige Sachen, die wirklich anders sind.
Als erstes haben wir hier unten die Einstellung, ja, der Kupplung. Und zwar hier nur von 1 bis 10. Aber Metabo macht hier eine Sache anders. Das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar macht Metabo wirklich eine Sache anders. Und zwar das kann ich euch wirklich nur zeigen. Und da wird es klar. Und ich muss sagen, ich habe das gesehen und dachte, richtig toll, richtig toll. Wir nehmen mal irgendein anderes Gerät, Milwaukee zum Beispiel. So, wir stellen jetzt bei Milwaukee ein auf die Stufe 1, also die kleinste Stufe hier. Das sind ja nur Zwischenstufen hier. So, Stufe 1. Jetzt mal, sagen wir einfach mal, okay. So, jetzt ist es fest. Merkt ihr das? Es ist noch so ein Nachdrehen. Ich merke, ich bin dran, dann höre ich auf. Wenn wir jetzt mal hier das bei Dewalt uns anschauen. Ja, es ruckelt noch nach. Richtig problematisch finde ich wird das hier bei Makita. So. Niemand mag das. Das hasst jeder. Das muss man nicht haben. Wenn du mit der Rutschkupplung arbeitest, dann ruckelt das so vor sich hin. Metabo hat sich gedacht, na, das machen wir doch mal ganz anders. Und zwar, ich habe das Ganze jetzt hier auf 1 eingestellt. Und jetzt mache ich mal Folgendes. So, jetzt ist es fest. Hört mal. Und das finde ich echt genial. Also das ist wirklich genial. Das ist nur eine Kleinigkeit. Und ich weiß, manche von euch finden das ein bisschen übertrieben manchmal, wie ich darauf reagiere. Aber wenn du irgendwo stehst und mehrere hundert Schrauben reindrehst mit der Rutschkupplung und jedes Mal hier mit der Kupplung hier machst du, das nervt. Und wenn du einfach nur entspannt sagst, okay, das ist die Kraft, die brauche ich, damit möchte ich reindrehen, dann kannst du hier wunderbar arbeiten. Nächster. Und das rattert nicht die ganze Zeit. Die anderen Lösungen, die jetzt hier nur so ein bisschen und dann wieder langsam zurückdrehen, das ist okay, aber es ist nicht so wie bei Metabo. Das ist schon ganz interessant. Aber vielleicht, wie machen es denn die anderen beiden, dass wir alle mal hier wirklich hier zur Hand genommen haben. Moment, wir auf Stufe 1. Uiuiui. So, jetzt haben wir es. Okay. Also, Stufe 1 ist schon ganz schön schwer. Und interessant ist jetzt Folgendes. Wir werden gleich mal Folgendes machen. Und zwar werden wir gleich mal eine ganz kleine Schraube uns nehmen und schauen, ob das Gerät diese ganz kleine Schraube überhaupt reinschrauben kann oder sie einfach hoffnungslos versenkt. Bei hier, bei Stufe 1, hat er noch ganz schön viel Kraft. Jetzt schauen wir uns nochmal Bosch an. Kleinste Stufe. Hier auch auf Schrauben eingestellt. Ja, auch hier ist es so, dass wir das Geräusch haben und das, ich sag mal, vor sich hin rattert. So, jetzt bleiben wir aber mal hier bei Metabo. Bei Metabo ist es so, dass wir uns den Schrauber mal anschauen. Wir haben hier recht schlankes Gehäuse. Hier kommt der Griff rein, der hier übrigens justiert wird, hier an der Stelle. Ja, der wird hier reingestellt und da könnt ihr ihn dann justieren. Dann, was noch ganz wichtig ist, ist hier oben, stellt ihr ein, womit ihr arbeitet. Hier, der Pfeil zeigt darauf, was ihr benutzt. Das heißt, hier zeigt er drauf, hier schraubt ihr, ja, und hier ist Bohrschrauben. Ja, das ist der Unterschied zwischen den beiden Positionen. Hier wird geschlagen, ja, und hier wird einfach nur gebohrt. So rum war es, genau. Dann habt ihr noch eine Funktion, das müsst ihr hier unten einstellen, und zwar, wenn ihr ohne die Kupplung arbeiten wollt, geht ihr eins weiter und könnt entsprechend dann jetzt hier bohren. Das ist ganz wichtig, dass ihr das einstellt zum Bohren. Und dann habt ihr noch eine Funktion hier unten, und zwar Impulsschrauben. Hier, wenn ihr darauf geht, habt ihr als Impulsschrauben mit dabei, und zwar Folgendes. Erster Gang. Also da müsst ihr mir mal helfen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wozu man wirklich sinnvoll dieses Impulsschrauben benutzen kann. So richtig klar ist mir das nicht. Oder ist das so die Hälfte zwischen einem Schlagschrauber und einem Akkuschrauber beim Reinschrauben von der Schraube? Oder? Also richtig weiß ich es nicht. Da müsst ihr mir wirklich mal helfen. Da machen wir jetzt mal mit Bosch weiter. Bei Bosch ist es so, es ist ein relativ großes Gerät. Ihr habt hier auch wieder die Möglichkeit einzustellen, Schrauben,
bohren oder Schlagbohren. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, die Rutschkupplung einzustellen. Wenn ihr das hier auf Schrauben habt, ist die auch aktiv. Wenn ihr es hier umstellt, ist die hier nicht mehr aktiv, egal wo sie eingestellt ist. Ja? Das ist dann egal. Und bei der Funktion genauso. Finde ich super gelöst, so muss das auch sein. Hier erster Gang, zweiter Gang, alles kein Problem. Dann haben wir hier unten auch die Möglichkeit, Kickback einfach auszuschalten, ja, sodass es ein und aus ist. Manchmal braucht man das. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, an einem bestimmten Winkel zu arbeiten und dadurch Folgendes zu machen, dass ihr hier wirklich euch einstellen könnt, dass das Gerät hier im 90-Grad-Winkel arbeitet. Ich habe das hier gemacht und dadurch seht ihr hier Folgendes. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, dass das Ganze grün leuchtet. Wenn wir rausgehen, leuchtet es nicht mehr grün. Und hier dasselbe. Das heißt, ich weiß immer, wann ich hier im 90-Grad-Winkel reinbohre. Und genauso kann man sich auch andere Winkel einstellen. Man kann das Gerät zum Beispiel hier hinstellen, kann das Ganze hier justieren und so weiter und so fort. Wenn ihr euch dafür interessiert, da habe ich extra noch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Ansonsten ist aber in Summe ein relativ schweres Gerät mit 2,3 Kilo und eines der schwersten hier in der gesamten Range. Ich blende euch jetzt hier mal die Datentabelle ganz kurz ein, welches Gerät wie schnell schlägt, welches Gerät wie viel wiegt und so weiter. Das seht ihr jetzt hier alles und da könnt ihr euch mal kurz Pause drücken und alle Daten anschauen. Und jetzt machen wir weiter. Was hat man nicht? Dewald auf jeden Fall. Schauen wir mal bei Dewald weiter. Hier haben wir ein Gerät mit 3 Stufen. Das heißt, wir haben hier 3 Gänge. Ja? Hier in dem Fall Gang 1, 2 und 3, wie ihr gerade auch schon in der Datentabelle gesehen habt, ist ja in der höchsten Stufe dann entsprechend am schnellsten. Ansonsten können wir hier ganz normal auch, wie ihr es sonst gesehen habt, das Ganze einstellen hier auf Schlagbohren, Bohren oder hier entsprechend die Rutschkupplung. Mensch, ist ganz schön laut, ja? Heieiei. Und habt ihr auch nicht diese Komfortfunktion, wie ihr es jetzt zum Beispiel hattet jetzt hier bei Metabo, dass man hier einfach umstellen kann, ob man mit Rutschkupplung arbeitet oder nicht. Dann habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, die Helligkeit der Lampe einzustellen. Ja? Und hier auch eine Dauerhelligkeit. Und eine Sache ist ganz interessant. Diese Lampe ist die hellste im ganzen Testfeld. Also die ist wirklich extrem hell. Hier kann man sogar durch meinen Finger das Ganze noch sehen. Also das ist schon Wahnsinn, wie gut diese Lampe oder die Leuchte hier das Ganze ausleuchtet. Jetzt kommen wir aber endlich ins Testen. Und zwar werden wir diese 1 Meter lange Schraube in Holz testen, in Holzschrauben. Aber dazu werden wir vorher noch mal eine Sache machen. Und zwar diese Schraube, diese kleine Minischraube, die werden wir hier reinschrauben. Und zwar aus folgendem Grund. Ich werde eine Sache machen und zwar werde ich die kleinste Möglichkeit der Rutschkupplung jeweils einstellen und einfach gucken, ob der Schrauber anhält, wenn ich hier reinschraube. Ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Also gerade gesehen, die beiden Makita haben es geschafft, alle anderen können das nicht. Das heißt, wenn ihr wirklich auch mit den Geräten auch sehr kleine und sehr große Schrauben verwenden wollt, dann sind das wahrscheinlich eure Geräte. Jetzt aber mal Schluss hier mit dem kleinen Scheiß. Jetzt machen wir hiermit weiter und mal schauen, wer das schafft und wer nicht.
Mich natürlich wundert, warum wir hier zweimal geschnitten haben. Ich habe versehentlich in den falschen Gang betrieben. Weil du das Gerät hier einstellen kannst, noch über die verschiedenen Modi, hatte ich es hier auf dem falschen Modi laufen. Und jetzt auf dem stärksten Modi haben wir jetzt trotzdem noch rund 19 cm, die er nicht reinschafft. Hier sind 37 cm übrig geblieben, immerhin 63 cm hat er es reingeschafft. Was ist denn das? Jetzt haben wir hier einen Schlangenbohrer und zwar mit beachtlichen 40 mm im Durchmesser und sogar hier mit der selbstbohrenden Spitze, die auf jeden Fall nochmal richtig Kraft ausübt. Und ich bin mal gespannt, wie alle sich damit schlagen. Jetzt haben wir hier unseren riesengroßen Forstnerbohrer, 68 mm, in dem Fall von DeWalt. Und was ich an denen hier besonders schön finde, ist, dass man die Zentrierspitze hier auch austauschen kann. Ja? Man kann hier einfach mit dem Imbus das Ganze lösen, austauschen. Aber ihr wollt doch jetzt sehen, wie viel Spaß wir hatten. Wow.
Was? Was? Wie alle, zwei Chancen. Als nächstes ein kleiner Test, ich glaube es ist eher ein Test hier für unsere Borg-Krone, Bosch Expert, auch hier wieder 68 mm in weiches Holz. Jetzt wollen wir es wissen. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Hier beim 32 mm Fräsbohrer ist es so, dass ich bewusst gesagt habe, zweiter Gang und Hartholz und mal schauen, was da so geht. Drei, zwei, eins. Ich wollte Makita. Feuer frei. Was? Damit wir aber die ganze Zeit nicht nur uns Holz angeschaut haben, jetzt zum Schluss auch nochmal Stein. Es sind ja Akku, Schlag, Bohr, Schrauber. Und zwar habe ich hier nicht einfach nur irgendeinen Schrauber, einen Bohrer, sondern ich habe einen Bohrer mit Hexaufsatz hier, ja, um entsprechend hier im Bohrfutter auch vernünftig zu sitzen und dass es nicht überdreht, wenn es jetzt rund wäre oder dass ihr es ewig festziehen müsst. Und schaut mal hier, ein 12er. Ja, weil ich dachte an sich, ja, irgendwas kann man ja nehmen, aber sonst haben wir immer nur bis 10, heute noch mit 12. Ich habe leider gerade keinen größeren zur Hand.
bevor wir zu einem Fazit kommen, und bitte schaut euch auf jeden Fall heute das Fazit an, das ist sehr, sehr wichtig. Dann schauen wir uns nochmal das Thema Griffe an. Erstmal grundsätzlich, je länger der Griff, umso besser ist es eigentlich, um eine Stabilität herzustellen für euch. Aber erstmal benutzt einen Griff. Nochmal der Hinweis, benutzt einen Griff. Aber ich möchte nochmal ganz kurz was zu den Griffen sagen. Und zwar hier bei Bosch ist es so, dass ihr ihn stufenlos verstellen könnt. Ja, ihr könnt ihn einstellen, wo immer ihr wollt. Ja, er rastet hier irgendwo ein. Und ihr könnt es verstellen und dann losarbeiten. Ja. Hier bei Makita geht das nicht. Hier haben wir eine feste Position und ihr müsst immer in dieser Position arbeiten. Das ist für manche wirklich lästig oder nicht akzeptabel. Manche möchten auch mal so arbeiten und manche Arbeitsorte brauchen es auch, dass du es mal ein bisschen enger machst. Hier geht das nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Hier bei dem ist es genauso. Auch hier habt ihr nur eine feste Position, wo ihr das Ganze einstellen könnt. Hier bei Milwaukee ist es auch so, genau dasselbe. Hier bei DeWalt ist es nicht so. Ihr könnt das Ganze stufenlos verstellen. Interessant fand ich auch, hier ist nichts zum Rastern. Man kann es einfach nur festdrehen, aber es ist so fest, dass es nicht einmal hat sich das Ganze bewegt. Und hier bei Metabo ist es auch so, dass ihr hier ein Raster habt, in dem ihr das Ganze einstellen könnt. Finde ich auch sehr clever gelöst. Das hier ein bisschen vorziehen und dann irgendeine Position machen und hier ja wieder befestigen. Ich habe gerade gesehen, wie die einzelnen Geräte sich so geschlagen haben. Und der Master-Test ist natürlich hier die Schraube gewesen. Und schauen wir uns das mal ganz kurz an. Wer hat das denn geschafft? Es hat Bosch geschafft, es hat Metabo geschafft und es hat DeWalt geschafft. Diese drei Geräte haben es nicht geschafft. Und hier ist es so, dass man ganz klar sagen muss, dass die Aussage der Newtonmeter nicht unbedingt für alles jetzt wirklich die reine Wahrheit ist oder genau die Aussagekraft hat. Denn hier DeWalt hat ja eigentlich das schwächste, in Gänsefüßchen, schwächste Gerät am Start gehabt. Im Gegensatz zu dem Makita, der hat ja 140 Newtonmeter, hat es aber bei weitem nicht geschafft. Und der Milwaukee hätte theoretisch sogar noch ein bisschen weniger Kraft als Makita, hat es aber noch weiter reingeschafft. Und das fand ich sehr interessant und das war der Test, den wir auch ganz am Anfang gemacht haben. Und so setzte sich das auch eigentlich fort. Man muss ganz klar sagen, dass diese beiden Geräte die absolute Referenz waren hier im Test. Es gab immer mal kleinere Dinge, wo auch andere sehr gut bei waren. Aber diese zwei plus auch DeWalt sind einfach die stärksten Geräte gewesen. Die stärksten Geräte ihrer Klasse oder aus dieser Auswahl. Bei den beiden Makitas war es so, dass sie immer überall mit am wenigsten Kraft hatten. Und deswegen sage ich auch, bitte nimm dir mein Feedback ein bisschen mit, weil auch vom Gefühl her ist es so, dass die Geräte hier immer als erste eher gestoppt haben oder am wenigsten schnell waren bei der ganzen Sache. Im Grenzbereich, man muss das wirklich nochmal sagen, im Grenzbereich. Denn für normale Anwendungen, auch für normale Schrauben oder sowas hier zum Beispiel, hier so eine kleine 20 cm Schraube, ja, ist egal. Du kannst nehmen, was immer du möchtest. Ist wirklich egal. Es ist wirklich egal. Ja, das funktioniert, sowas Kleines funktioniert ohne Probleme mit all diesen Monstern. Ich bin gespannt, was ihr sagt, was für euch das beste Gerät ist. Ich persönlich muss sagen, ich fand, die beiden hier haben auf jeden Fall jeweils ein, zwei Dinge, die nochmal ein Stück sie oben rausgucken lassen. Deswegen wäre ich persönlich ein Fan wahrscheinlich eher von den beiden, weil wir haben hier einmal die Möglichkeit, das Ganze winklig einzustellen. Man muss sagen, von der reinen, unser Kameramann da hinten sagt immer, vom Hass, ja, war das Gerät, das am meisten Hass hatte. Der wollte einfach alles zerstören. Nein, der wollte einfach alles sofort rein, los, machen. Hier, sowas hier, das war alles überhaupt kein Problem. Also da war wirklich unendlich viel Hass da bei dem Teil. Bei ihm hier ist es so, bei Metabo, das Gerät ist etwas leichter als Bosch. Und ich mag das Abschalten hier bei den Drehmomentstufen sehr gern. Und auch vom Design her finde ich es eigentlich ganz angenehm. Also, und auch wenn er auf dem Papier weniger Leistung hat, ist es so, dass er trotzdem alle Aufgaben hier gut durchgezogen hat. Aber mit weniger
Hass an der Stelle. Dann kommt Dewald und dann kommen die anderen. Ja? Insofern, deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt. Schreibt mal das unten in die Kommentare. Falls ihr noch eine Idee habt, wo ich sie nochmal durch einen Testparcours schicken kann, dann auch bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und jetzt erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.